Ultis Funkbude. Hallo liebe Funkfreunde, frohes neues Jahr auch auf diesem Wege für euch. Heute kommen wir zu den Gewinnern meiner kleinen Weihnachtsverlosung. Da ich letzte Woche eine OP an der Zunge hatte, werde ich das Video relativ kurz halten müssen. Tut halt noch weh beim Sprechen. Mein Sohn Sebastian wird nun die Ziehung der vier Gewinner übernehmen. Anschließend melden sich bitte die gezogenen Gewinner bei mir via E-Mail mit ihrer Adresse, damit ich den Gewinn auch versenden kann. Meine E-Mail-Adresse blende ich nun ein und ihr findet diese auch in der Videobeschreibung. Dann sage ich mal, los geht's, Sebastian, walte deines Amtes. Hallo, liebe Funkfreunde. Dann wollen wir mal die vier Gewinner ziehen. Ja, und anfangen werden wir mit der T2LT für den 10 Meter und für den 11 Meter Band. Und der Gewinner ist David RDX Delnose. Okay, lass mal gucken. Also, Roger. Gut, weiter geht's dann mit der T2LT für Freenet und für das 2 Meter Band. Und Gewinner ist 13HN870. Ja, Entschuldigung. Okay, ja, kann man erkennen. Weiter geht's mit dem Baufeng UV 17 Pro. So. Und Gewinner ist MS Prepping. Okay. Also Roger. So, und jetzt als letztes, last but not least, die kleine Tasche. So, und der Gewinner ist Waldvagabund Outdoor CB Funk und. Super, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Perfekt, Sebastian. Als nächstes schreiben mich dann bitte die Gewinner an und übermitteln ihre Anschrift. Dann kann ich die Gewinner auch zuschicken. Gut, das war's gewesen, liebe Funkfreunde. Herzlichen Glückwunsch an die vier Gewinner und die, die nicht gewonnen haben, nicht traurig sein. Es wird auch noch weitere Verlosungen bei mir geben. Abonniert dafür einfach meinen Kanal, wenn ihr dieses noch nicht getan habt. In diesem Sinne beste Grüße vom Hulti und auf ein fröhliches und gesundes neues Jahr 2024. Bye bye!